Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video möchte ich euch ein paar Inspirationen, Impulse geben für vitalstoffreiche Frischkost. Also so ein Vorher-Nachher-Bild. Also man hat gewisse frische Lebensmittel zu Hause und was kann man daraus kreativ an Frischkost, an Salaten gestalten. Da möchte ich euch heute ein paar Einblicke geben. Ihr wisst ja, die Rohkost, die vitalstoffreiche Rohkost, die liegt ganz hoch bei mir im Kurs, wenn es um gesunde Ernährung geht. Also Gemüse, grüne Blattsalate, Sprossen, Mikrogrün, Wildkräuter, aber auch reife Früchte. Das ist immer ganz wichtig, dass die Lebensmittel eine gute Qualität haben. Da achte ich drauf. Früchte esse ich meistens als Monomahlzeit, also entweder esse ich Melone oder Feigen oder Birnen oder Beeren. Das kommt immer darauf an, was ich aktuell an reifen Früchten da habe. Und wenn es aber dann um Salate geht oder um Gemüse, dann bereite ich mir auch gern einfache Rezepte zu. Seit einigen Jahren esse ich ja nur eine feste Mahlzeit am Tag. Ganz selten gibt es auch mal zwei feste Mahlzeiten. Ich unterscheide zwischen flüssigen und festen Mahlzeiten. Was sind flüssige Mahlzeiten für mich? Das sind frisch gepresste Säfte, zum Beispiel Gurkensaft, Selleriesaft, also am liebsten auch Monosäfte oder Wildkräutersäfte, Brennnessel oder Girsch oder Vogelmeere, gerade was ich eben so finde. Ich presse mir auch gern Melonsaft und mische diesen mit Grassaftpulver, das ist auch ein wunderbarer Saft. Das sind für mich alles flüssige Mahlzeiten. Ich habe euch in den letzten Jahren in einigen Videos schon gezeigt, wie so eine feste Mahlzeit für mich aussieht. Also ich starte meistens mit einer Monomahlzeit Früchte. Aktuell sind es Melonen oder Beeren oder auch mal Birnen oder auch Feigen. Dann lasse ich so 20-30 Minuten Zeit. Dann gibt es für mich die Salate und Gemüsegerichte. Immer mit dabei, entweder Mikrogrün, Sprossen oder Wildgrün. Also am Abend habe ich immer eine große Portion Grün auch dabei, also bei meiner festen Mahlzeit am Tag. Ich zeige euch jetzt in den nächsten Sequenzen, was ich aus frischen Lebensmitteln für eine feste Mahlzeit zubereite. Hier seht ihr einige Lebensmittel, fast nur frische Lebensmittel. Es gibt zwei Ausnahmen. Hier diesen Süßlupinen-Tempeh mit Wildkräutern und hier seht ihr Hefeflocken. Diese beiden Lebensmittel haben keine Rohkostqualität. Aus welchen Lebensmitteln werde ich jetzt eine fast rohköstliche Abendmahlzeit zubereiten? Da hätten wir hier einen großen Salat, Tomaten, ein kleines Schälchen Basilikum, geschälte Hanfsamen, zwei Bund Petersilie, dann noch ein Bund Schnittlauch. Hier in diesem Schälchen befindet sich ca. eine Handvoll frische Pfefferminzblätter und getrocknete Tomaten, Frühlingszwiebel, kaltgepresstes Olivenöl, dann habe ich hier eingeweichte Cashewkerne, etwas Mikrogrün, einmal Radieschen und einmal Rucola. Dann haben wir hier sibirisches Waldpesto mit Bärlauch und Zedernüssen, zwei große Gurken, dann die Hefeflocken, gekräuterte Oliven, eine halbe Zitrone, dann noch verschiedene Sprossen, Alfalfa, Linsen und Radieschen, dann diesen schon erwähnten Süßlupinen-Tempeh mit Wildkräutern. Und daraus werde ich jetzt vier verschiedene Speisen zubereiten, die fast rohköstlich sind. Eine frische Zutat habe ich fast vergessen. Ich benötige noch frische Knoblauchzehen. Aus diesen Knoblauchzehen sowie den eingeweichten Cashewkernen, etwas Zitronensaft, Wasser und Salz. Salz habe ich jetzt hier nicht dabei. Ich verwende Ursalz. Ja, aus diesen Zutaten mixe ich ein Knoblauch-Cashew-Dressing für einen grünen Salat. Das sind die Salate. Das ist ein Tomatensalat, besteht aus kleingeschnittenen Tomaten, Frühlingszwiebeln, auch kleingeschnitten, kleinem Basilikum, etwas Ursalz, etwas kaltgepresstem Olivenöl. Und dazu kann man jetzt zum Beispiel diesen gebratenen Süßlupinen-Tempeh mit Wildkräutern essen. Die Würfel habe ich in Olivenöl angebraten. Dieses Rezept gehört zu meinen Lieblingsrezepten schon eine ganze Weile. Ein Hanftabouli von deiner Ernährung. Besteht aus frischer Petersilie, Minze, frischen Tomaten, getrockneten Tomaten, geschälten Hanfsamen, etwas Olivenöl, etwas Zitronensaft, Sojasauce und Hefeflocken. Dieser einfache Gurkensalat besteht einfach aus den geraspelten Gurken, die habe ich vorher geschält. Dann zwei Teelöffel von diesem Bärlauchpesto,
und dem Mikrogrün und ich habe auch noch etwas O-Salz dazugegeben. Dieser große grüne Salat besteht ungefähr aus einem Drittel des großen Salatkopfes, den Oliven, den Sprossen, dem Schnittlauch und dann habe ich einfach aus den eingeweichten Cashewkernen, die habe ich dann erstmal abgespült, dann habe ich den Knoblauch klein geschnitten, habe das Ganze in den Mixer gegeben mit Wasser, bisschen Zitronensaft und Salz und habe daraus ein Dressing gemixt und das Ganze schon hier mit dem grünen Salat vermischt. Das waren ein paar rohköstliche Inspirationen für euch. Ich hoffe, ihr konntet euch einige Impulse mitnehmen. Hinterlasst mir gerne unter diesem Video einen Kommentar. Ich freue mich über eure Nachrichten. Ich wünsche euch eine wundervolle, kraftvolle, zuversichtliche Zeit. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Bis ganz bald, eure Silke.